Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus deiner Bruder. Wir haben letztes Mal die Bonusliga in Pokémon Günther, der YouTuber-Story, abgeschlossen. Die Legende von Fragezeichen-Man lebt weiter in Hamsa. Aber es kommt anscheinend noch ein Kampf. Hey, meine Freunde wollen dich noch herausfordern, bevor das Spiel vorbei ist. Wäre das für dich okay? Cool, nur dass du es Bescheid weißt. Ich und Dragon Joke setzen aus. Dann fangen wir mal an mit der Show. Das heißt, das sind trotzdem 7. Das hier ist dann wohl der wirklich Real-Life-Freunde. Okay. Die Sache ist halt, wie in der letzten Folge, hui. Ich werde aber nur dieses erste Pokémon mit Sora besiegen und danach auswechseln, damit dieser Kampf nicht so lame wird, weil die scheinen auch für andere besiegbare Level zu sein. So, Günther, du kannst dich ja wohl gegen Feurigel durchsetzen. Hat eine gewisse Ironie, dieses Matchup. Viele wissen es. Willst du mich flexen? 50! Ich wollte gerade sagen, das hat eine gewisse Ironie, weil wie viele durch mein Main-Theme-Video schon wissen, wird der Hauptcharakter der nächsten Walross-Edition ein Vollriegel und nimmt damit so Günthers Platz ein. Und ich glaube, damit wäre auch geklärt, wer wohl der bessere Protagonist ist. 50! Das ist ja selbst für Sora! Ein verdammt schweres Match! Da wollte ich einmal hier drauf gehen, den Kampf spannender zu machen. Und dann kommt... Oh, es ist nur One-Hit. Ich habe nicht damit gerechnet. Und dann kommt das auf 50! Das ist höher als Sora. Lass mich raten, das ist jetzt auf 20, weil ich nicht wechsle. 25. Also, ich sage es, wie es ist. Ich nutze jetzt mal Flammenwurf. Ich werde in das nächste Pokémon wieder auswechseln. Und wenn das dann wieder auf 50 ist... Pikachu, kann ich da überhaupt gescheit rein switchen? Ich glaube nicht. Wenn das auf 50 ist. Es ist nicht auf 50! Es kann doch nicht sein, ey! Ja komm, boost noch deine Init. Genau. Halt ich für wahrscheinlich. Ernsthaft jetzt? Also... Dieser letzte Kampf ist gerade... Nee! Ich glaube, ihr könnt euch denken, was ich sage. Mein RNG ist ja mal komplett Abfall, sein Urgroßvater. Ja, mit Agilität outspeedet er, macht aber nicht viel Schaden. Das wird Sora schon locker hinbekommen. Und da beschwere ich mich gerade über mein RNG. So, bisher war es immer abwechselnd. Wenn ich jetzt in dieses Serpifeu rein switche. Ich würde jetzt gerne auf Günther gehen, der ist nur halt schon raus. Aber wenn ich da jetzt... Ach, Vulpix schafft das halt so oder so nicht. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, aber ich switche auf Fragezeichen, man. Und wenn das jetzt die erste Ausnahme zur Levelregel ist. Okay. Gut. Einmal hat's geklappt. Oh, was?
Eine Schweigeminute für unseren gefallenen Mitkämpfer. Eine Sekunde. Es ist unfassbar. Ich habe mich vor 5 Sekunden über mein RNG beschwert. Und dann habe ich diese Runde. Dieser Gegner, er flincht zweimal und verfehlt dann seinen Angriff. Es ist schmerzhaft. Aua! Und ich habe mich schon gegen Glitchstärke schlecht gefühlt. Willst du mich verarschen? Das habe ich... Nee, Aquaknarre habe ich dich verlernen lassen. Trotzdem nein. Rione wird High Level sein. Wenn das jetzt nicht High Level ist, muss ich los. Ich habe kurz überlegt, weil ich einfach jetzt sage, komm, Vulpix, du bist ja so effektiv. Die 40 Level wird ja auch Schnuppe. Und mit 40 habe ich recht. Oh, das macht mehr Damage, als ich dachte. Alter, dieses Serpifoi. Ich komme da nicht drauf klar, wie viel Glück kann ein Mensch haben. Und das war's. Auch die Real-Life-Freunde von Fragezeichen Man. Wow, das war ziemlich gut. Da fällt mir ein, wir müssen schauen, dass die Welt auch ohne Günther existieren kann. Ich weiß auch genau wie. Für die Dreh stehen 3 Günther. Wenn du alle 3 besiegen kannst, wird Günther befreit und das ganze Universum heißt dann Günther. Was? Und dadurch, dass Fragezeichen dann auch nichts mehr verändern kann, ist dann das Universum sicher. Und ich muss jetzt gegen 3 Günther-Sicherheitskopien kämpfen. Ich dachte 3. Was? Du bist krank. Ich weiß nicht, wie ich outspeeden kann. Aber Fragezeichen, Man. Hast du einen an der Klatsche? Das ist genau das, womit ich gerechnet bin. Ich dachte, ich sterbe. Hast du Heiler der Klatsche? Du erwartest aber nicht wirklich, dass ich das gewinne, oder? Weil das
würde ich nicht. Ist das ein Joke? Level 100! Ich wurde nicht geheilt. Ich kann das nur... Ich bekomme mit Glück 1 Down, wenn die Verwirrung ballert. Ja, Fragezeichen dann auch raus. Hast du noch diese Ja, ihr zwei schafft das. Du hast deine Stoffe, Intus. Du kannst nicht erwarten, dass ich das schaffe, Fragezeichen, man. Alter, der Schaden war nicht sichtbar. Es trifft. Das muss ich ihn gleich mal anschreiben, wenn er online ist. Weil das kann nur ein Scherz sein. Ja komm, triff halt auch jedes Mal! Hast du einen Vogel? Ich kann hier jetzt... Ich muss nicht mehr gegen die Liebe, Freunde. Ich werde eklig farmen müssen. Ich muss den Kampf gegen die Freunde nicht nochmal machen, aber ich habe schon gesehen, in Silberdorf hat sich das ein oder andere verändert, was wir uns erstmal angucken werden. Und ich habe schon was gefunden. Okay, ihr habt mich mein Herd angelassen. Was für ein Glück. Willst du... Kaiba und die Pokémon kann. Es war ein Tag, wie immer. Zum 100. Mal verlor Kaiba gegen Yami Yugi. Dann flog er zu Pengus Schloss. Ich würde der König der Spiele werden, wenn sich nicht immer dieses Kind einmischen würde. Vielleicht liegt seine Kraft in seinen Haaren. Plötzlich flog was vorbei und es war nicht nur ein harmloses Yugi-Monster. Kabi sah aber ein Kind auf dem Drachen reiten. Vieräugiger weißer Drache, verfolgten sie ihn sofort. Und ich verstehe halt nichts. Vielleicht versteht man was, wenn man... Jetzt kommt aber ein Glurak. Ich verstehe nichts. Vielleicht nennt man... Vielleicht versteht man das, wenn man irgendwie Yu-Gi-Oh! Kennt. Und wie lang geht das? Ich verstehe halt wirklich gar nichts. Wie lange... Sorry für die ganzen Cuts, ich unterhalte mich nebenbei gerade ein bisschen.
wirklich. Ich verstehe kein Wort. Warum dauert das so lange? Also ich lasse das mal, falls irgendwer von euch das lesen will, aber... Was? Ich hab nur Pinguin geheiratet, Tomaten. Ah, ich kann wieder was machen. So teuer hier ist das Paradies. Möchtest du ihn zu My 11 in a nutshell? Nein. Die Sache ist jetzt auch die, wie man diese Sicherheitskopien besiegen soll. Das sind diese Pokebälle. Das wird gleich ein Spaß, die alle einzusetzen. Schaut euch meine Flammen an. Aha. Diesen Charakter kenne ich. Ach, dann sind das hier meine Genossen aus der englischen Fanfiction Never Alone. Alle lesen, Leute. Jawohl. Mein Name ist Donner, ich weiß nicht, warum du bist ein Scheinux, warum nicht? Hinterfrag nicht meinen Namen. Ich bin Nachthaar-Fan Shining Advances. Ich bin der schwerste... Gleich und warte. Keine Ahnung, warum ich schwarz bin, ja. Wenn du die Handlung kennen würdest, ihr... Unbekannter Name. Mein Name ist unbekannt. Ich komme in Walross Edition 4 vor. Tja, vielleicht aus der Walross Edition 3 Geschichte. Hier willst du von der alternativen Zukunft von Freizeichen... Okay, das will ich. Ungefähr ein Jahr ist vergangen. Günther wurde nicht vom zeitreisenden Mark gerettet. Er wurde von Ash umgelegt und Hansa begann, die Günther-Apokalypse zu starten. Günthers Teamkameraden wurden günterfiziert. Mark träumte in der Zeit... Es will nichts. Ich hab vor Batman gesaved. Nee, nicht mal Batman. Warte. Kann man die immer einfach skippen? Also die anderen kann man zum Glück skippen. Nebenbei natürlich fett am Bug-Reporting. Mein Pokémon-Lied ist... Falsch. Okay, er schreibt gerade Zeit für Plan B, der Fragezeichen, man. Weiß ich nicht, was ich darunter jetzt verstehen soll. Gib mir mal meine HP wieder. Es ist gerade belastend. Also, warum zeige ich euch das überhaupt? Lol, wir sehen uns dann wieder in Silberdor. In der nächsten Folge. Ich werde schon mal Sonderbonbons nutzen. Wir sehen uns dann wieder.